Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn Gleich, auf unserem Kanal Sofort und Gleich. Ja, habe ja das letzte Mal gesagt, ich will jetzt immer mal Kommentare auch einblenden von anderen, ja, einmal vom Herrn Sofort und dann von anderen Fans von uns auf YouTube oder Zuschauern. Und dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Kommentar, das ist vom Herrn Sofort. Er wollte auch nochmal, da er ja jetzt in die Schule muss, seine Punktewertung abgeben für den Shop von gestern. Da haben wir hier den Power Cord Skin, 1 Punkt, Anarchy X, 7 Punkte, Stage Dive, 4 Punkte, Rockout, 10 Punkte, Googly, 0 Punkte, Grill Sergeant, 4 Punkte, Monika, 5 Punkte, Studded X, 2 Punkte, Waterworks, 10 Punkte. Ja, und auch er hat jetzt, sieht es genauso wie ich, hat für die beiden Emotes, einmal für den Rockout-Emote und für das Waterworks 10 Punkte gegeben. Da sind wir beide einer Meinung. Und gut, die anderen Sachen bewertet er alle ein bisschen schlechter als ich. So, dann gehen wir zu einem anderen Kommentar von Jack Knight. Und Jack Knight schreibt: Ich hasse Fortnite ab heute, weil ich habe den Gitarren-Emote, seit er raus ist. Ja, sorry, Jack Knight. Ja, kann ja schon verstehen, dass du jetzt ein bisschen enttäuscht bist, weil, ja, der Gitarren-Emote, ich muss zugeben, dass ich auch sehr neidisch bis jetzt in der Lobby gewesen bin. Kam ja nicht so oft vor, dass ich den gesehen habe, zwei oder dreimal. Ich den in der Lobby gesehen, habe ich, what the fuck, was ist das für ein Ding, ist mega geil. Wo kommt der her, dieser Emote? Wann kriegt man den mal? Jetzt ist er draußen, jetzt heute habe ich ihn gleich mehrfach gesehen in der Lobby. Kann ich mir gut vorstellen, dass du ein bisschen gefrustet bist deswegen, aber ja, so ist es halt, ne? deswegen hasst das Spiel nicht. Geil. So, und dann gehen wir auch in den, jetzt haben wir die Kommentare von heute mal durch. Mal gucken wir mal, ob für morgen auch wieder was da ist, was wir präsentieren können. Gehen wir mal in den heutigen Shop rein und mega, 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 mega geil. Also heutige Shop gefällt mir mega cool. Gut, hier haben wir den Red Knight. Das ist ja das weibliche Pendant zum Black Knight. Black Knight war ja, glaub, vor drei Seasons war es ja der Level 100er Skin, den man bekommen konnte. Bin ein bisschen neidisch. Er sofort hat den ja. Hammer Skin. Und der Red Knight dazu passend, ist natürlich auch mega geil. Müsste vor drei Seasons gewesen sein. Danach kam ja dann als nächstes der John Wick. Und dann kam ja der Omega, ne, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja. So. Und dem Ding gebe ich natürlich eine glatte 10 von 10. Ich finde diesen Skin ziemlich geil. Hier hinten der Schild, wenn ihr den in Rot seht, okay, dann wisst ihr, den hat jemand gekauft. Wenn ihr den in Schwarz seht, wisst ihr, ihr habt ein Problem. Weil jemand, der, also machen ja manche, die nehmen sich einen No-Skin oder sonst irgendwas und dann packen die da hinten den Schild drauf in Schwarz und dann weißt du, Scheiße, der Typ, der ist schon seit Season 2 mit am Start und dann wahrscheinlich ziemlich gut. Wenn ich einen schwarzen Schild sehe, weiß ich, dass ich meistens nicht mehr lange lebe. Es sei denn, Herr Sofort ist in der Nähe und kann mir dabei nochmal dann aus der Patsche helfen. Also darauf achten. Schwarzer Schild hinten auf dem Rücken. Gefahr droht. So, dann kommen wir hier zur Crimson X. Finde ich auch relativ cool. Gefällt mir ganz gut. Gebe ich 7 von 10 Punkte drauf. So, dann geht es weiter hier in den Archetype. ja, das sollte ja. Wir haben es nicht gemacht. Nein, wir haben es nicht gemacht. Wir sind nicht so wie die anderen YouTuber, YouTubesen. War ja ganz breit über alle Kanäle als der neue Prime-Skin geleakt worden. Und was war's? Nix. Kein Prime-Skin. Da ist er zum Kaufen. Prime-Skin. Hier. Wir haben es nicht gemacht. Ja. So, ist der Archetype. Und ja, ich finde ihn aber nicht wirklich cool, muss ich sagen. Also mir gefällt er nicht. Engineered for Combat Performance. Das Ding, das ist,
Ja. Ich gebe dem. Sorry, es tut mir leid, ich gebe dem nur 5 von 10. So, dann haben wir hier hinten den Backpack. Können wir auch nicht wirklich. So. Kommen wir zu dem Kaliper. Der Kaliper. Ja, sieht ganz okay aus. Dann gebe ich 6 von 10 Punkten. Gehen wir mal weiter. Mega geil, der Servo. Das heißt mega geil. Relativ cool, der Servo. Gefällt mir ziemlich gut. Gebe ich eine 7 von 10 drauf. Ist ein echt cooler Gleiter. So, dann gehen wir mal rüber hier zu einem Emote. Sensationell. Jetzt auf einer schönen Hula-Hula-Insel. Kettle, wow, started. Cocktail, Palmen, Sonne, Strand, Meer. Mega geil. Ich finde das Ding total chillig und cool. Dem gebe ich eine 10 von 10. So, gehen wir. Den hatten wir ja schon gehabt hier, den Snorkel. Ops, finde ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Nur weil man da auf dem No-Skin da oben drauf einen Schnorchel mit einer Taucherbrille packt, ist das kein toller Skin. Das Ding kriegt von mir gerade mal 4 von 10. So, gehen wir mal weiter. Mega geil, hat sich der Herr sofort ja auch gekauft. Finde ich relativ witzig, das Teil. Echt ganz cool. Mal hier mal play again. Ja, definitiv eine 9 von 10 wert. So, Circuit Breaker finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so geil. Ah, können wir ein bisschen andere, besser als der andere hier, unser angeblicher Prime Skin Archetype. Aber es ist eine 6 von 10, mehr ist es nicht, meiner Meinung nach. So. Dann gehen wir in den Spectre rein. Sieht ein bisschen aus wie die Omega-Pike. Die ich relativ cool finde eigentlich. Dem Ding gebe ich 7 von 10. Und dann kommen wir schon zum Abschluss hier, zum Mainframe. Naja, ist halt ein ganz normaler Standardgleiter. Sieht ein bisschen schöner aus. Hat ein paar Lichteffekte hier drauf. Aber was soll ich dazu sagen? Mehr als 4 von 10 kann ich dem Ding nicht geben. So, damit sind wir schon durch beim heutigen Shop-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich will jetzt immer eure Kommentare auch mit präsentieren, mit veröffentlichen, wenn nicht irgendwelche Beleidigungen drinstehen oder sowas. Ja. Ja, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Gerne auch die Glocke, Leute. Ne, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn wir neue Videos wieder am Start haben. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Na, macht's gut, bis dann und tschüss.